herzlich willkommen hier zurück bei The Vanishing of Ethan Carter. Wir sind wieder hier, mitten im Wald. Das haben wir schon gelesen, dass auch schon die Frage ist, wo sollen wir jetzt hinlaufen? Um den Schläfer zu finden. Weil man kann ja nicht springen. Gut, das war... Genau. Hier waren wir schon. Also da hinten sind die Häuser. Die Frage ist, wo sollen wir jetzt hin? Wir könnten jetzt noch einmal einfach darunter schauen, um zu sehen, ob wir noch was finden. Jetzt sind wir wieder bei dem Haus. Genau. Da waren wir schon. Hier geht die Straße weiter. Alles klar. Und ursprünglich habe ich da hinten so rote Lichter gesehen, wo ich hinlaufen wollte. Dann ist diese komische Traumsequenz gekommen. Und dann waren wir hier. Aber der Weg führt nicht zu diesem komischen Zelt, oder? Das war ja da hinten. Gehen wir einfach einmal den Weg entlang. Der schlängelt sich darauf. Da geht es auch noch. Oh Mann, es ist schon groß. Es ist richtig groß. Da vorne ist das Zelt. Aber es ist ein schöner Wald. Oh, da ist noch ein Haus. Und da ist. Da ist ein Friedhof. Hier ist ein Friedhof. Okay. Steht da irgendwas? Ruhe in Frieden. Das steht sogar auf Deutsch. Würde zur Architektur passen? Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Da ist überhaupt, da hinten ist ein Mausoleum, da ist eine Kirche. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise werden Dörfer immer um Kirchen herum gebaut und nicht abseits. Okay. Da ist... Da liegt ein Rabe. Ah, den können wir sogar aufnehmen. Den können wir mitnehmen, okay. Dann nehmen wir mal den Raben mit. Oder die Krähe. Was haben wir hier? Hier ruht in Gott, meine liebe Frau, Tusnelda Schöneberg, geborene Dams. Geboren 1874, gestorben 1934. Alles klar, Tusnelda. Oh Mann, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir in die Kirche reingehen. Oh. Und lass mich raten, der Weg würde hier raufführen, oder? Wir haben jetzt einfach nur eine Abkürzung genommen. Ja, ganz genau. Okay, das heißt, der Weg führt hier rauf. Und da geht's noch weiter. Alles klar. Oh Mann. Gut. Dann schauen wir uns jetzt aber mal die Umgebung an. Hier ist Schluss. Das ist aber eine eigentlich sehr, sehr große Kirche. Für so ein kleines Kaff. Naja, 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 naja. Gottesfürchtig sind sie, die Guten. Oh, ich will gar nicht wissen, was jetzt da schon wieder passiert, wenn wir reingehen. Aber naja, schauen wir uns mal vorher die. Da steht eine Scheibtruhe. Und da ist ein Ölkanister. Öllampe, Lampe, 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 Lampe.
zerbrochen. Ich würde mal sagen, in der Kirche, oder? Kann das sein? In der Kirche oder in diesem Turm da? Alles klar. Da geht's nicht rein. Guck mal hier. Das ist Blut. Ekelhaft. Krähenkadaver. Ja, ich kenne mich auch nicht aus. Sollen wir jetzt da reingehen? Faszinierend. Es ist einfach nur dunkel. Nein, da ist weitergegangen. Oh, fuck. Oh, ich trottel. Da wäre noch was gekommen. Oh, shit. Können wir das nochmal machen? So. Gut, es ist schwarz, es ist schwarz, es ist schwarz. Und jetzt kommt was. Es ist schwarz, es ist schwarz, es ist schwarz. Und... okay. Vandergriff, so heißt doch das Haus. Mors non avelit. Tja, ich habe leider nicht... Haben die das aufgebrochen? Die haben das aufgebrochen. Ich habe leider nicht Latein gelernt. Ja, sollen wir da mal runter gucken? Da ist überall Blut. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nein, das ist keine gute Idee. Schon gar nicht ohne Öllampe, weil damit haben wir Licht. Hier ist eh alles zu. Dann gucken wir mal, ob wir die Lampe finden. Vielleicht. Wie kommt man da hin? Durch die Kirche. Oh mein Gott. Fuck, ist es dunkel. Oh Mann. Das soll's eine Verbindung geben nach hier, aber... oh shit. Keine Chance, da was zu sehen. Hier ist noch eine Tür, die natürlich zu ist. Alles klar. Oh Mann, oh Mann. Die Lampe lag definitiv... ah, da. Hier liegt sie, wusste ich's doch. Gut. Könnte aber noch funktionieren. Das Glas ist gebrochen. Halt einfach aufpassen. Da oben rauf. Können wir da rauf? Nein, können wir nicht. Da ist, ja, da, ne? Okay. Dann versuchen wir, die Lampe mal anzuzünden. Und dann gehen wir in die Gruft. Und das war noch nie eine gute Idee. So. Können wir jetzt? Ich würde gerne... die Öllampe fixieren. Ich würde gerne... da ist Öl. Können wir die anzünden, bitte? Da ist Öl, Paraffin, genau. Und Streichhölzer. Können wir die nicht bitte einfach mitnehmen?
das jetzt eine gute Idee war? Griff, Krähe, Krähe. Ah. Alles klar. Oh, wow. Okay. Lernen wir jetzt Stück für Stück die ganze Familie kennen. Das ist der Onkel, oder? Klar ist das der Onkel. Alles klar. Das ist der Onkel. Vom Bild, ne? Todesursache ist wohl klar. Was sagt denn das jetzt? Schaut genauso aus wie vorher, ne? Tja. Offensichtlich. Was haben wir hier noch? Eine Krähe. Mit den Krähen haben sie es. Ich will gerne wissen, was sie hier sehen sollen. Das sieht doch genauso aus wie vorher. So. Here lies my beloved wife, Emmett Vandergriff. Okay, und hier liegt jetzt der Onkel. Tja, 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 tja. Alles klar. Okay, da tut sich nichts mehr. Die Flammen sehen aber cool aus. Die Flammen sehen richtig cool aus. So, cool. Gut, gut, gut. Was hat uns das jetzt eigentlich gebracht, dass wir die Lampe hier hergestellt haben? Genau, gar nichts. Okay. Wir haben einen Krähendolch. Jetzt schauen wir mal, wo es da hinten drauf geht. Mal gucken. Querfeld ein. Geht's nicht weiter. Ein Stein und die Wildnis. Zum Glück gibt es hier nicht mehr so viele Fallen, oder zum Glück gibt es hier gar keine Fallen mehr im Vergleich zum Beginn. Gar nicht lässig, gar nicht toll. So, ich gehe jetzt einfach mal diesen Waldweg hier weiter. Da geht's eh nicht runter. I für Inventar funktioniert nicht. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, heading for some bright blade of memory they'll never reach. Alles klar. Ich kann mir ja irgendwie fast gar nicht vorstellen, dass wir diesen guten Evencarter überhaupt finden, beziehungsweise, wenn wir ihn finden, dass wir ihn noch lebendig finden. Eine Weggabelung. Ganz toll. Hm. Schauen wir mal hier weiter. Vielleicht gibt es ja da noch was. Noch eine Weggabelung. Ganz, ganz toll. Okay. Wir halten uns rechts. Und kommen auf die Straße. Aha. Okay. So fügt sich das also wieder zusammen. Genau. Das ist die Straße, an der wir... Ja. Ich kenne mich aus. Ja, genau. Da hätten wir auch lang gehen können. Dann wären wir allerdings nicht zum Friedhof gekommen. Sondern schnurstracks hier zur Gabelung, die in den Wald rauf führt. Jetzt haben wir aber hier Krähen.
Da geht es nicht runter. Da unten ist eine Art Strand. Und ein kleines Häuschen. Da ist die zweite Gabelung. Alles klar. Das war auch wieder nur so ein Generatorenhäuschen. Kommen wir mal zu den Strand runter. Das wäre natürlich schön. Ein Stollen. Nein, kann man nicht runter. Okay, schauen wir mal, was hier los ist. Das, was ist das? Nix. Okay. Ja, das sieht einigermaßen massiv aus. Und wir kommen nicht rein. Auch nichts zum Interagieren. Okay. Aber wir kommen hier runter, oder? Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Das ist der Weg, der uns hierher führt, oder? Ganz genau. Sollen wir vielleicht noch irgendwas anderes triggern? Oder was ist hier los? Waldspaziergang ist schön. Und die Sonne verändert sich nicht. Auch wenn wir jetzt sagen Ingame-Zeit. Die ändert sich nicht. So, jetzt sind wir hier. Hier gibt es einen Stein. Ich würde einen Stein nehmen und das Schloss kaputt schlagen. Aber hier können wir genau gar nichts machen. Hier gibt es nichts für uns zu tun. Außer die Krähe hier irgendwo schreit. Die schreit immer hier, oder? Ah, so hier. Okay, nix. Nix, was wir berühren können. Da runter kann man leider nicht. Wäre interessant, sieht nämlich ganz schön aus da unten. Aber naja. Kann ich nicht, Moment mal, irgendwie, kann man nicht irgendwie Steuerung, Controller-Einstellungen, Tasten-Maus-Einstellungen. Vision öffnen. Okay, da tut sich irgendwie nichts. Ah, wäre es... Hätten wir... Hätten wir bei dem Typen in der Gruft etwas machen können mit Leertaste? Eine gute Frage. Ich werde mal kurz zurücktigern. Und dann probiere ich das nochmal aus. Denn hier komme ich jetzt eh nicht wirklich weiter, dabei. Dann machen wir das einfach mal. Können wir da nicht irgendwie runter abkürzen? Nein, können wir nicht. Hier geht's nicht runter. Okay, alles klar. Es wirkt groß, ist aber eigentlich gut gemacht, dass es trotzdem übersichtlich bleibt. Ich würde so gern diese Laterne entzünden und mir das alles genauer etwas ansehen, im Dunkeln, in der Kirche. Aber naja, können wir die jetzt nehmen? Nö, können wir nicht. Gut, dann versuchen wir das nochmal. Wir halten.
Und nicht die Leertaste. Und es passiert nichts. Gar nichts. Aber Leertaste sagt doch. Vision öffnen, Leertaste. Ist es gar keine Vision? Und hier übersehen haben wir nichts, oder? Vielleicht passiert jetzt was, wenn wir in die Kirche gehen. Ich stehe jetzt, glaube ich, offensichtlich an. Die sollte aber eigentlich von außen, sieht die viel größer aus als von innen. Und von hier so gar nicht mehr europäisch. Aber naja. Gut, dann gehen wir da einfach einmal in die Richtung zurück. Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen, was wir noch nicht gehört haben. Und dann... Tja, gute Frage, ne? Und dann? Dann haben wir den verschlossenen Eingang zu einem Stollen im Berg. Ja. Ein Blümelein. So, jetzt sind wir wieder hier im Ausgangspunkt. Gehen wir einfach mal in die Richtung weiter. Können wir aber auch nicht hin, oder? Können wir da runter zum Wasser? Ja, da können wir runter. Bringt es uns was? Nein, natürlich nicht. Wieso ruckelt das? Gute Frage. Okay, hier waren wir also noch nicht, aber hier passiert auch nichts. Hier waren wir echt noch nicht. Das ist schon ein ganzes Stück. Aber tut sich hier was? Nein, tut sich nicht. Genau, hier ist wieder die Abzweigung. Wir können noch die andere Abzweigung gehen, aber ändern wir jetzt einmal nichts. Oder etwa doch? Schauen wir mal. Drüben ist ein großer Berg. Nö, ändert genau gar nichts. Hier kann man nirgendwo hin. In das Häuschen hier kann man nicht rein. Tja. Hier ist ja auch nichts, oder? Nö. Ja, was machen wir da jetzt? Er hat nicht zufällig irgendwie den Schlüssel liegen lassen? Kann das sein? Nein, natürlich nicht. Da gibt es auch keinen versteckten Knopf oder so.
Ja, haha. Da ist jetzt guter Rat teuer. Da brennt eine Lampe. Wieso gibt es da Strom? Oder ist das eine... Okay, egal. Lasst mich mal kurz überlegen. Was können wir denn hier tun? Irgendwas habe ich vergessen. Oh, was haben wir denn vergessen? Wahrscheinlich ganz, ganz viel schon, aber naja. Gehen wir nochmal zurück. Also ich bin mir sicher, wir haben bei dem ersten Typen auf den Schienen mit den abgetrennten Beinen irgendwas übersehen. Und wie wir in dem Haus mit diesen verschiedenen Durchgängen waren, hatte der Ethan von einem Geheimzimmer gesprochen. Das haben wir auch nicht entdeckt. Und ich bin mir sicher, wir haben in der Krypta irgendwas übersehen. Und deswegen schauen wir da nochmal zurück. Mal schauen, vielleicht kommen wir bei den Häusern mit diesen Durchgängen später nochmal vorbei. Ich wüsste jetzt aber nicht, was wir da machen können, außer die Räume tauschen. Vielleicht ist das aber auch schon die Lösung, die Räume tauschen. Egal. Jetzt schauen wir mal hier. Irgendwas habe ich da übersehen. Also da haben wir drei Punkte bei der Öl... Geh runter. Bei der Öllampe können wir nichts machen. Bei Dollfixi. Ah, das ist ja hier. Einfach nur unachtsam. Okay. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir den Doll fixiert. Hier können wir nichts mehr machen. Hier können wir nichts mehr machen. Ist jetzt hier was anders? Tatsächlich. Da tut sich was. 4 Dinger. Das ist der Onkel. Ist das die Mutter? Die hat die Lampe in der Hand. Was haben wir hier? Da kniet er. Okay. Da oben ist noch was. Was haben wir hier? Da reden die beiden. Und hier hat sie die Lampe. Ist das der Ethan? Was kann ich, soll ich machen? Gibt's hier noch was? Nein, es waren nur 4. 4 sind raus. Aus der Gruft. Was kann ich jetzt machen? Der Junge ist nur einmal da oben, alle anderen. Also sie kommt immer vor, die gute Dame. Was? Ja, ne? Ein Rätsel, wunderbar. Ich würde mal sagen, dieses Rätsel lösen wir in der nächsten Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, hier bei The Vanishing of Ethan Carter. Servus und bis bald.